Hallo, hier ist wieder eure Vanessa mit einem kleinen Homeworkout. Und heute geht es um die Schultern. Und für mich persönlich ist Schultern ein wirklich sehr wichtiges Thema, denn ich liebe Schultern. Also, wenn ihr mich fragt, was bei einem Mann besonders gut trainiert sein sollte, dann auf jeden Fall Schulter- und Brustmuskeln. Natürlich sollten da jetzt nicht so Stöckchenarme zu sein, das sollte schon alles wohl proportioniert sein, aber Schultern sind echt heiß. Und für die Frauen habe ich da so ein paar Antworten, warum es da auch ganz wichtig ist, die Schultern zu trainieren. Ganz klar neben den typischen weiblichen Zonen wie Bauch, wie Po, wie Oberschenkel. Ganz einfach. Zum einen habt ihr dadurch eine ganz andere Haltung. Ihr strahlt was ganz anders aus, wenn ihr aufrecht geht, wenn ihr gut trainierte Schultern habt, wenn alles schön trainiert ist. Ihr geht aufrechter, ihr habt weniger Haltungsprobleme, vorausgesetzt, ihr macht das Training immer richtig. Und es schaut ja viel attraktiver aus, wenn eine Frau erhobenen Hauptes wirklich voranschreitet, als wenn einer so geht. Jemand hat mir mal gesagt, das hier drückt aus, ich erwarte nichts mehr vom Leben. Und das finde ich sehr schade, denn ich finde, jeder Mensch sollte wirklich stolz und erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Und damit meine ich jetzt nicht arrogant oder egoistisch, sondern man sollte wirklich stolz und zufrieden mit sich sein. Dann natürlich, was viele unterschätzen ist, ich sag mal, eine Figur, die eine typische Birnenform ist. Das heißt, oben etwas schmal gebaut, unten dann etwas breiter, die typischen Reiterhosen. Viele versuchen in erster Linie die Reiterhosen wegzukriegen. Ist im ersten Moment ja auch nicht verkehrt, aber in dem Moment, wo ihr anfangt, eure Schultern etwas mehr zu trainieren, keine Sorge, ihr werdet halt dadurch nicht jetzt wie so ein, also ihr kriegt jetzt nicht einen Schwimmerkreuz dadurch. Dadurch gleichen sich die Proportionen so ein bisschen. So ist blöd, ne? So, die Proportionen einfach etwas mehr an und dadurch erscheinen die Reiterhosen auch etwas weniger. Klar, durchs Training bekämpfen wir die auch zum Teil, insofern es möglich ist natürlich mit dem Training, da muss man auch immer gucken. Aber wie gesagt, setzt mal ein bisschen mehr Fokus auf Schultern, denn dadurch könnt ihr unheimlich viel erreichen, einfach die Gesamtoptik. Ja, und dann gibt es da noch für Frauen folgende Argumente, ich sag nur, Tanktop, One-Shoulder-Top, Bundle-Top, Bustier-Kleider, all solche Sachen, Neckholder-Top. Ich sage, der Sommer kommt jetzt und ich finde, Mode macht einfach auch viel mehr Spaß, wenn man sich wohlfühlt. Ich glaube, ich habe auch andere Zeiten erlebt und dann macht das Shoppen gar keinen Spaß. Für dieses Training brauchen wir Kurzhanteln, am besten in zwei verschiedenen Gewichten. Guckt, was ihr zur Verfügung habt zu Hause. Wichtig ist jetzt bei, wenn wir uns hier für die Schultern warm machen, dass wir halt natürlich auch die Arme mitnehmen. Deswegen wären vielleicht so ein paar Jumping Jacks ganz gut. Seilspringen ist auf jeden Fall gut. Alles, wo ihr die Schultern halt mit beansprucht. Jetzt nicht unbedingt Fahrrad fahren, ist klar. Und am besten auch vorab so ein paar Bewegungen, einfach gleich die Übungen, die ich euch gleich zeige. Einfach vorab mal ein bisschen mit leichten Hanteln, mit ganz leichtem Gewicht einfach vorarbeiten, dass ihr halt die Schultern schon mal schön dran gewöhnt. Denn wenn ihr einmal was an der Schulter euch geholt habt, ja, das ist dann ganz schlimm. Also das ist dann furchtbar, dann könnt ihr nicht mehr trainieren, dann beeinträchtigt das eure Lebensqualität. Also bitte immer warm machen vorab. Ganz, ganz wichtig. So, also genug geredet, wir starten jetzt mit unserem Schultertraining. Während ich euch die Übungen kurz erkläre, absolvieren wir jede Übung 10-mal. So haben wir eine kleine Aufwärmung schon für die Schulterpartie. Als erste Übung kommt das Schulterdrücken an. Dafür nehmt ihr die Kurzhanteln an beiden Seiten auf Ohrhöhe zusammen und führt sie langsam über den Kopf zusammen. Einatmen. Ausatmen. Wichtig ist, die Ellenbogen dabei nicht durchstrecken, sondern immer leicht geknickt halten. Sechs, sieben, acht, neun und zehn. So. Als zweite Übung kommt das Seitheben. Dafür steht ihr auch wieder gerade in der Position. Nehmt die Hanteln an die Seiten und führt sie langsam hoch am Körper. Auch wieder nicht durchdrücken die Ellenbogen, sondern immer so ganz leicht geknickt lassen. Und auch nicht mit Schwung arbeiten. Das ist eine Übung, bei der braucht ihr in der Regel ein wirklich kleines Gewicht, weil die doch sehr anspruchsvoll ist.
7, 8, 9 und 10. Als nächstes kommt das Frontheben. Dafür, wie der Name schon sagt, habt ihr die Hanteln vor eurem Körper und hebt den Arm langsam hoch. 1, 2. Das ist immer ein Satz. Und auch hier gilt wieder, nicht zu viel mit Schwung arbeiten und auch nicht zu hoch. Mal wirklich schön gerade bleiben. Ich zeige euch die letzten drei Wiederholungen jetzt noch von der Seite. 2. Wie ihr seht, gehe ich mit dem Arm auch nicht zu weit hoch. Und dabei könnt ihr immer schön den Po anspannen. So habt ihr eine gute Stabilität im Körper. Jetzt kommt das Vorn, also das Seitheben, allerdings vorn übergebeugt. Und dafür stellt ihr euch ja etwas schulterbreit, beugt euch nach vorne. Ich zeige euch das von der Seite. Dann habt ihr die Hanteln vor eurem Körper, auch wieder nicht durchhängen lassen, sondern schön mit leicht eingewinkelten Armen. Und so wie beim Seitheben, führt ihr jetzt die Arme auseinander. Das einmal von der Seite. Ich zeige euch das jetzt von vorne. Dass ihr das sehen könnt. Einatmen. Ja, anspannen und mal ausatmen. Diese vier Übungen absolvieren wir jetzt ohne Pause hintereinander. Wenn ihr zwei verschiedene Paare Kurzhanteln habt, ist es wunderbar. Weil wie gesagt, bei der einen oder anderen Übung merkt ihr später, dass ihr da mehr Gewicht braucht. Wenn ihr nur eine habt, dann müsst ihr die halt umstellen zwischen den Übungen. Hier, die kann man zum Beispiel abdrehen und bei anderen, da kann man die durch Schrauben ändern. Guckt da einfach, was ihr zur Verfügung habt. So, wir haben jetzt alles schön warm gemacht und dann geht jetzt das eigentliche Training los. Wir machen jetzt jede Übung 12 Mal und machen praktisch 3 Durchgänge. Zwischen den Durchgängen haben wir immer so 90 bis 120 Sekunden Pause, sprich 1,5 bis 2 Minuten, um kurz euch nochmal zu erholen. So, wir starten jetzt mit der Serie 1. Denkt dran, an der Schulter drücken, Hanteln auf Ohrhöhe und langsam über den Kopf zusammenführen. Und das Frontheben. Das vorne übergebeugte Seite. Auch wieder schön, wie der Name schon sagt, vor. Der Name schon sagt, vor und übergebeugt. Thank you.
10, 11, 12. So, jetzt haben wir die erste Serie durch. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Satz. Für den zweiten Satz komme ich ein bisschen näher an euch ran. Einfach aus dem Grund, damit ihr die Übung ein bisschen besser sehen könnt. Übung 1, Schulter drücken. Ohr wieder zusammennehmen und dann langsam über den Kopf zusammenführen, so wie ihr es im Prinzip eben gesehen habt. Und so könnt ihr das vielleicht auch ein bisschen besser mal sehen. Seitheben. Ja, wieder schön die Beine zusammen, gerade hinstellen, an die Seite mit den Hand und dann hoch. Schön kontrollierte Bewegungen, kein Schwung. Und 12. So, Frontheben, schön die Hand vor den Körper und hoch. Und 12. Vorgebeugtes Seitheben. Lass jetzt mal den Kopf unten, so mache ich es auch normalerweise. So kann man auch besser den Nacken etwas entlasten. Und somit haben wir schon den zweiten Satz. Kurze Pause, 90 bis 120 Sekunden. Und dann sehen wir uns beim dritten Satz. Kommen wir zum dritten und letzten Satz. Und damit ihr die Übung jetzt nochmal aus einer anderen Position zu sehen kriegt, drehe ich euch jetzt mal unhöflicherweise die Kehrseite zu. Also starten wir. Ich hoffe, ihr könnt sowas sehen. Alles klar, nehmt die Handeln auf Ohrhöhe. Und dann führt ihr sie langsam hoch. Seitheben. Frontheben. Ich zeige euch von der Seite, weil ich glaube, von hinten bringt das nicht viel. Und das vorübergebeugte. Das zeige ich euch auch einfach nochmal von der Seite, damit ihr es besser sehen könnt.
Hanteln habe ich aus der Hand gelegt. Danach lockere ich gerne nochmal die Schultern aus. Ganz leichte Bewegungen einfach nochmal, weil die haben jetzt wirklich sehr unter Anspannung gestanden. Und so kommt man auch langsam wieder runter. Macht dieses Workout zweimal die Woche. Dieses Schultertraining könnt ihr auch gerne mal an den Brusttag ansetzen oder zusammen mit dem Armtag als einen separaten Tag. Lasst den Schultern nun wirklich immer genug Regenerationszeit, ist ganz wichtig. Also schaut euch auch die anderen Homeworkouts an. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Vanessa.